Gab Ginny Weasley Harry Potter wirklich einen Liebestrank? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Harry Potter, Ginny Weasley, Liebestränke und eine beliebte Harry Potter Fantheorie sprechen. Ich würde auf jeden Fall gerne eure Meinung zu dieser Theorie in den Kommentaren hören, weil es mich wirklich sehr interessiert. Die Theorie lautet wie folgt: Ginny Weasley gab Harry Potter einen Liebestrank und die Theorie besagt auch, dass Harry und Ginny aus diesem Grund und nur aus diesem Grund zusammenkommen. Es gibt einige wenige glaubwürdige Argumente dafür, warum dies tatsächlich der Fall sein könnte, von denen ich sehr viele widerlegen kann. Trotzdem werde ich natürlich darauf eingehen, was für diese Theorie spricht. Eine der Hauptgrundlagen für diese Theorie ist, dass Harry sich scheinbar ziemlich plötzlich in Ginny verliebt hat. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie sich verliebten, standen sie sich nicht besonders nahe und es gab auch keine direkten Anzeichen dafür, dass sie am Ende zusammenkommen würden oder auch sollten. In einem Moment ist Harry mit Cho Chang zusammen und in einem anderen flirtet der Film Harry mit einer Kellnerin im Café. Und im nächsten Moment ist er einfach mit Ginny verheiratet und hat Kinder. Wie konnte sich Harry also so schnell in Ginny Weasley verlieben? Die wahrscheinliche Antwort: ein Liebestrank. Das Hauptargument für diese Theorie ist, dass Liebestränke in der Vergangenheit vom Weasley-Clan verwendet wurden. Vielleicht nicht zu diesem Zweck, aber bei weniger ernsten Umständen. Die Quintessenz ist, dass die Weasleys Liebestränke verwendet haben und sie wissen sicherlich, wie man sie herstellt. Also warum sollte Ginny das nicht getan haben? Ginnys eigene Mutter Molly Weasley hat zugegeben, dass sie in ihrer Jugend Liebestränke benutzt hat und Fred und George haben Liebestränke verkauft, also kann ihre Sichtweise auf diese Art von Tränken nicht allzu streng sein. Der fragliche Liebestrank heißt Amor Tentia, ein mächtiger Liebestrank, der beim Trinken extreme Verliebtheit oder Besessenheit auslöst. Amor Tentia ist der stärkste Liebestrank der Welt. Amor Tentia riecht für jede Person anders, je nachdem, was diese Person anzieht. Er wird von einigen als der gefährlichste Zaubertrank von allen gesehen, da er nicht einmal wirkliche Liebe hervorruft, sondern nur den Anschein von Liebe, der eine starke Besessenheit auslöst. Eines der berühmtesten Beispiele für die Verwendung eines Liebestrankes ist die Geschichte von Voldemorts Geburt, in der Merope, Voldemorts Mutter, seinem Vater einen Liebestrank verabreicht haben soll. Angeblich ist dies die Grundlage dafür, dass Voldemort böse ist, denn da er ohne Liebe gezeugt wurde, hätte er nie die Fähigkeit dazu gehabt, Liebe zu verstehen oder zu empfinden. Die Tatsache, dass es im Halbblutprinzen häufig Liebestränke oder Tränke im Allgemeinen gibt, ist eines der weiteren Argumente für diese Theorie. Angeblich ist dies das Buch, in dem Ginny die Initiative ergreift und Harry schließlich den Zaubertrank gibt. Es macht auch irgendwie Sinn, denn in diesem Buch tauchen Zaubertränke mehr denn je auf. Warum sollte Ginny, die in Harry verknallt war, die Zaubertränke nicht ausnutzen? Die allgemeine Thematik der Zaubertränke wird fast sofort eingeführt, als Slughorn von Dumbledore angeworben wird, um an der Schule Zaubertränke zu unterrichten. Nicht nur das, sondern es gibt auch einen großen Schwerpunkt auf Slughorns Zaubertränkeunterricht, etwas, das in den Büchern zuvor nicht so sehr im Mittelpunkt stand. Wir lernen eine ganz neue Welt von Zaubertränken und Zaubertränkmaterialien kennen. Felix Felicis, Bisuare und vor allem den Liebestrank. Fred und George, die vor kurzem ihren neuen Laden eröffnet haben, verkaufen das Zeug und Romilda Vane hat Ron sogar einen verabreicht, auch wenn er für Harry bestimmt war. Wollte Rowling hier also etwas andeuten oder ist das alles nur ein riesiger Zufall? Ich meine, es stimmt alles, Ginny und Harry haben plötzlich eine aufblühende Beziehung im Zuge der Einführung von Liebestränken gehabt, aber ist das wirklich wahr? Hier ist mein Hauptproblem mit dieser Theorie. Zwischen Ginny und Harry stimmte die Chemie viel mehr, als viele Leute denken. Und das liegt vor allem daran, dass die Filme die Szenen ihrer Beziehung sehr schlecht darstellen. Ich denke, wenn wir uns nur an die Filme halten wollen, dann stimmt diese Theorie eher. Aber die Bücher erzählen eine ganz andere Geschichte. Ihre Beziehung ist nämlich viel komplexer als in den Filmen dargestellt. In den Büchern unterdrückt Harry seine Gefühle für Ginny über einen sehr langen Zeitraum hinweg und der entscheidende Fehler des Films besteht darin, dass sie den Eindruck erwecken, die Gefühle kommen plötzlich zustande. Für den zufälligen Beobachter oder jemanden, der nur die Filme gesehen hat, kommt diese Beziehung von Harry und Ginny aus dem Nichts, aber für jemanden, der die Bücher gelesen hat, ist sie schon lange klar gewesen. In den Filmen sehen wir, wie Ginny sich mit anderen Männern verabredet, um über Harry hinwegzukommen. Aber noch einmal, ohne den Kontext der Bücher würde das nicht unbedingt so aussehen. Es sieht einfach so aus, als ob Ginny mit anderen ausgeht. Wir sehen auch, wie Harry romantische Beziehungen mit Leuten wie Cho Chang oder sogar der Kellnerin vom Sweet Café eingeht, ohne jegliche Rücksicht auf Ginny.
Die Herangehensweise an die Beziehung von Harry und Ginny in den Film war einfach sehr, sehr plötzlich und im Zweifel ist eher den Büchern zu trauen. Fast so, als ob ein Liebestrank die einzige Möglichkeit gewesen wäre, die Beziehung tatsächlich zustande zu bringen. Ein weiterer Grund, warum die Theorie mit dem Liebestrank nicht stimmen kann, ist, dass Harry nicht das obsessive Verhalten an den Tag legt, das dieser Trank normalerweise mit sich bringt. Tom Riddle Senior, der zuvor absolut kein Interesse an Marope, der Mutter vom jungen Tom Riddle, hatte, wurde so besessen nach Marope, dass er alles andere in seinem Leben fallen ließ und einfach ein Kind mit ihr bekam. Selbst der kurze Einblick zu Rons Besessenheit von Romilda Vane zeigt uns, dass Amor Tenia nicht nur leichte Liebesgefühle hervorruft, es erzeugt eine Art Besessenheit, eine Verliebtheit, weshalb der Trank wirklich so gefährlich ist, wie alle sagen. Diejenigen, die unter der Wirkung des Trankes stehen, verlieren ihre Hemmungen total und vernachlässigen alle anderen Aspekte ihres Lebens. Und Harry, der immer noch gegen Voldemort kämpfte und auf der Jagd nach Horcruxen war, hatte nie einen derartigen Tunnelblick. Er und Ginny waren immer noch zusammen, aber es war eher passiv. Ginny war nicht das Einzige, was in Harrys Leben vor sich ging, und er schenkte ihr sicherlich nie seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Außerdem hätte Ginny, wenn sie Harry wissentlich einen Liebestrank verabreicht hätte, wohl wissend, dass dieser eine starke Wirkung hat, die gesamte Zaubererwelt in Gefahr gebracht. Der letzte Grund, warum mich diese Theorie nicht wirklich überzeugt, ist, dass die Liebe ein starkes und zentrales Thema in der gesamten Harry Potter Geschichte ist, und diese Theorie würde ein doofes Loch in die Thematik reißen, die Rowling zu etablieren versucht hat. Gleich zu Beginn, als Harry durch das liebevolle Opfer seiner Mutter gerettet wird, wird uns vermittelt, dass die Liebe die mächtigste Form der Magie ist. Wenn Harry, der Hauptprotagonist, dessen Leben durch die Liebe gerettet wurde, durch einen Liebestrank in eine Beziehung gerät, würde das echt nicht gut für die Saga sein. Außerdem glaube ich wirklich einfach nicht, dass Ginny das tun würde. Und das war's auch mit dieser Theorie. Hat dir die Theorie gefallen? Denkst du, da ist etwas dran? Lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir auch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.